Kopf hoch, heute gibt's eine Nachricht, die dir gut tut. Keine Tagesschau, das sind die bunten Jugend-Good-News. Göteborg, die zweitgrößte Stadt Schwedens, will zeigen, wie emissionsfreier Autoverkehr geht. Gemeinsam mit einem schwedischen Autohersteller will die Stadt ab dem Frühjahr 2021 eine Green City Zone im Stadtinneren als Testgebiet für klimaneutrale Transportmittel nutzen. Ziel ist es, die Mobilität in der Innenstadt von Göteborg bis 2030 komplett emissionsfrei zu machen. Hierbei werden diverse Softwares, die verschiedene geografische Daten wie Wetterdaten oder auch Positionsdaten verarbeiten, in einem realen Umfeld getestet und optimiert. Dafür werden infrastrukturelle Veränderungen durchgeführt, wie beispielsweise der Aufbau eines einfach zu bedienenden Ladenetzwerks für Elektroautos. Ein Beispiel, von dem auch andere Städte sich gerne etwas abschauen können.